Hey, was machst denn du da? Das siehst du doch. Ich stelle Material zusammen für den Bau von einem Lattenzaun. Wieso ein Lattenzaun? Deine Kühe sind ja jetzt schon im Stall. Ross hast du keine. Und deine Frau wird dir ja wohl nicht davonlaufen, was sie müsstest einzäunen. Stimmt. Aber seit neuestens der Bund auch in der Landwirtschaft Lattenzäune zu subventionieren, so verdiene ich mit dem Bau von so Teils da schon noch ein paar Franken dazu. So siehst du, jetzt habe ich alles zusammen. Jetzt muss ich den nur noch zu Lauteren montieren. Wie kommst du jetzt auf Lauteren? Du hast ja gar kein Auto mehr und der nächste Zug mit Postauto fährt erst wieder morgen früh. Ganz einfach. Ich stehe an der Strasse, vis-à-vis von der Valiant, bei dieser Taxito-Haltestelle und dort nimmt mich dann schon jemand mit. Da kannst du aber bis wieder oben weg warten, dort, was dort einen Halt hat. Aber weißt du was, das nicht verfrühst, kannst du zwischen dir in die Valiant übergehen und wärmen ins Kaffee häuschen. Gute Idee, das werde ich machen. Aber hoffentlich verschrecken die Bürofräulein nicht an meiner Latte. Gut. Und wenn es so wäre, würden die Herren dann ihnen sicher beistehen. Die klappert eben Zusammenarbeit. Das denke ich auch. Aber sag mal, wie klappt übrigens die Zusammenarbeit untereinander bei den Banken? Ja, ich denke gut. Aber die von der Luzerner Kantonalbank oder von der Raiffeisen dürften wieder eigentlich ein Znüni in die Valiant bringen. Wieso fragst du eigentlich? Ich habe gehört, dass bei den Banken untereinander auch mit Schnaps gehandelt wird. Unmöglich, das kann nicht sein. Was hat die mitbekommen? Doch, doch. Ein Mitarbeiter von der Luca B. hat bei Ricardo privat eine Flasche Bacardi und eine Flasche Grappa ausgeschrieben. Und weisst du, wer der Höchstbietend war? Nein. Der Bettig Willi von der Valiant. Und stell dir vor, 8 Franken hat er zahlt für die Flasche. Ein wirkliches Schnäppchen. Ja. Muss ich mit dem Willi wieder hängen, gehen trinken in dem Fall. Aber los, geh dann nicht ins Tübeli. Und schon gar nicht mit dem Auto. Also, nicht ins Tübeli, das ist mir klar. Weil der Erwin ist ja 3 Monate fort. Und hat geschlossen, ausser wenn die Wäschweiber gerade ihre Wäsche haben. Aber wieso nicht mit dem Auto? Los, hast du eine gute Autoversicherung? Parkschaden deckt, stellst du einfach am richtigen Ort hin. Also, ich parkiere dann immer hinter der alten Grütenmetzig. Oh, da kommt er aber das Trixli weg. Hey, das Säule ist jetzt das Grosswange. Nicht das, das andere. Und das kann dir ganz schön verrockt werden, wenn du das Auto am falschen Ort parkierst. Das letzte Mal jedenfalls hat sie gerade das Auto verkratzt. Und erst noch eins von einem König. Hat sie wieder einmal ihre Krallen gezeigt? Kann sein. Aber wo sie jedes geliebte Säule nach Grosswange im wohlverdienten Ruhestand entlassen hat, ja, da ist schon ganz ihre sanftmütige Seite zum Vorschein gekommen. Also das Säule hat sie nie weggegeben. Komm, das ist doch nicht so schlimm. Säuli kann seinen Ruhestand geniessen und Frau Grüter kommt von Grosswangen alle Wochen ein frisches Pack Spaghetti geliefert über. Ja, da hast du recht. Jetzt ist es halt so. Das Trixli ist nicht mehr bei ihrem Säuli. Und das Büsi nicht mehr bei ihrem Kater. Also, hast du auch schon gehört? Die Gäste vom Leuen sind neue SVP-Fans. Seit bekannt ist, wer die SVP Schweiz neu als Präsident wird führen. Das kann sicher nicht sein. Die Willisauer Liberalen im Leuen werden nie SVP-Freunde. Aber schon sicher. Ich bin gerade gestern drinnen gesehen und da hat wieder einer von denen durch die ganze Beiz durchgerufen. Albert! Rösti! Stell dir vor, der neue SVP-Präsident Albert Rösti wird später einmal Bundesrat und müsste Staatsgäste empfangen. Oh, ja du. Und als Hauptgang bemessen wird Speck und Rösti serviert. Der wird die 100 Tage Probezeit als Bundesrat nicht überstehen. Apropos Probezeit. Ist die Probezeit vom Hödi im Leuen eigentlich auch schon abgelaufen? Ja, natürlich. Hödi gehört auf dem Leuen zum Inventar. Die geht nicht so schnell auf. Dafür hat der alte Möhrenwirt aufgegeben. Macht ja nichts, der Möhren ist ja jetzt wieder offen. Und mit dem neuen Hotel bei dem Sportrock-Kunden haben wir ja noch ein zusätzliches Hotel bekommen. Also du meinst ja das schwule Hotel, Peter und Paul? komm, das ist doch kein schwule Hotel, obwohl der Name den Eindruck wirklich könnte wecken. Ja. Und jetzt planen sie noch eins im Schloss Feld, aber auch noch eins im Sportler-Hotel. Ich bin dafür, dass wir wegen dem Gequatsche und Frauenquote das Hotel fairerweise irgendwie Trudi und Gritli taufen.
Zimmer im Sporthotel werden jedenfalls im Vergleich zu anderen Hotels wie so sicher viel günstiger sein. Ist doch klar, dass die anderen teurer sind. Bei denen ist halt etwas Spezielles, etwas außergewöhnlich Schönes dran. Beim Pöstli zum Beispiel, die kostet das Zimmer sicher mehr, weil höchstwahrscheinlich der Blick auf die Werte inklusiv ist. Das macht die beiden so attraktiv. Auch Frau Schwegler hat probiert, sich attraktiver zu machen. Ihr Geschäft. Und hat vor dem Laden einen Topf mit Primali hingestellt. Nach eines Tages sind die ausgerissen gewesen. Und du hast sie auch das Auto verkratzt? Nein, sie hat einen handgeschriebenen Zettel in diesen Topf gelegt und mit dem Text «Welcher Schafsäckel hat die Primali kaputt gemacht?» Aber Gott sei Dank sind die Primali kaputt gemacht worden. Wegen diesem Ereignis ist Juniorchefin Franzi jetzt jede Nacht auf der Lauer und ist deshalb auch die erste gesehen, die den Brand beim Wundertor entdeckt hat. Die Feuerwehr hat zum Glück den Brand rasch schon unter Kontrolle gehabt. Vor allem wegen der Mithilfe der Familie Schwegler, die mit ihrem Primali-Spritzkännchen geholfen haben, den Brand zu löschen. Also gemäss dem Interview von Peter Johnny hat ja die Feuerwehr bei der Bekämpfung des Feuers einen super Job gemacht. Also die haben wirklich ganz professionell haben sie das gemacht. Sie haben wirklich das gut gemacht, einen super Job. Im Abfoben hat einfach niemand mein Fleisch gefressen. Die haben wirklich professionell gearbeitet. Also auch aus meiner Erfahrung, ich kann wirklich nichts sagen. Also die haben wirklich also professionell gearbeitet. Also die haben einen super Job gemacht in der Feuerwehr. Um die Täter von der Zerstörung von diesen Primali und von der Brandstiftung zu finden, wäre es sicher hilfreich gewesen. Wir hätten die Fahndungsaufrufe in Telenapf gemacht. Spinnst du? Bis der ausgestrahlt wird, sind die neuen Primali auch schon wieder kaputt. Stimmt, das dauert ewig. Im Willisorbot wäre es wirklich schneller gegangen, es wäre gratis gewesen und hat erst noch die viel bessere Wirkung erzielt. Warum denn das? Ja, das ist doch klar. Alles, was nicht kostet, wird viel mehr beachtet. Warum? Der Werni wird halt leider nicht mit unseren Beilagegebühren subventioniert. Dort hat Schweizer Fernsehen viel einfacher. Die Sendungen werden hier beachtet, wenn sie nur Servola-Prominenz, zum Beispiel den Flaschensepp einladen. Hast du jemanden den Eschbacher gesehen, der gekommen ist? Ja, natürlich. Und das war wieder ganz toll, was der für eine Frisur hatte. Orange, gelb, rot, grün. Nein, gelb, rot, grün, blau. Sicher nicht. Ganz rechts war gelb. Der grün, orange und ganz links rot. Meinst du etwa so rot wie im Schaufenster vom Schuh- und Sport Meier? Ich habe gesehen, dass der Pi in seinem Schaufenster die Plakat für die Durchsetzungsinitiative von der SVP ausgestellt hat. Hey, vergiss es. Nie und nimmer wird der Pi Plakat aufstellen in seinem Schaufenster. Erstens mal von der SVP und zweitens für die Durchsetzungsinitiative. Mal. Neben diesen weissen Schöfli-Finken stehen dort ganz viele Plakate mit der Aufschrift «Alles muss raus». Hey, was machst du wieder für einen Störenantu? Das ist ja ein riesen Chaos. Vergleichbar mit dem Belegungsplan von der Festhalle Mitte Dezember. Ja, dort war aber auch einiges los. He? Ringerfinale, Feldmusikkonzert, Kleintierausstellung und Konzert von den Jodelfrauen. Die haben halt alle irgendwo ihren Platz gebraucht. Natürlich, aber es wäre doch gescheiter gewesen, das Feldmusikkonzert nicht in der Tennishalle oben durchzuführen, sondern in der Festhalle. Ja, die Ornithologen der Kleintierausstellung, die hätte schon noch jemand anders zu viel so können tun. Ja, das war halt eben eine eidgenössische Ausstellung gewesen. Aber du hast schon recht, die Ornithologen hätten ihre Kleintierausstellung gut auch an einem anderen Ort machen können. Zum Beispiel im umgebauten Sigristenhaus. Aber warum denn gerade im Sigristenhaus? Ja, erstens hat es dort ganz niedrige Räume, hätten sich die Kleintiere sehr wohl gefühlt, wären die zugeschnitten gewesen. Und zweitens hat es hinten auf dem Balkon noch schöne Volieren, das hätte man schon vertrieben. Wieso ist wenigstens etwas los? Es wird auch in diesem Jahr so sein. Hast du gehört? Wieso will sich für die Durchführung des Donnerstagjazz bewerben?
was bewerben. Also die Stadt Luzerner Bubis, die schlimmer in der Vorausscheidung ja locker. Ja natürlich, aber wenn das so einfach für uns ist, müssen wir den jetzt schon endlich mal so abstellen. Ja also, ich würde vorschlagen, als Präsident nehmen wir den Schallensepp. Wir würden einige Ämter selber optimal abdecken. Aktuar, Fotograf, Organisator, Sprachrohr. Und Dolmetscher für die französische Stargäste. Genau. Da braucht es nämlich gar nicht mehr manchen anderen OK, also manchen anderes OK-Mitglied. Vielleicht etwa noch die Tochter von Christoph, Martullo Blocher, weisst du, falls der Beamer breaks down. Oder für die allgemeine Disziplin an den Sitzungen. Hey Juri, Schaller, Schloss! Beamer, Schaller, Schloss! Bei dieser Gelegenheit könnte man auch gerade die Erkennungsmelodie von Donstigas mit der Melodie vom offiziellen SKP-Wahlkampfsong auswechseln. Es würde etwa so tönen. Wo ein Seppi ist, ist auch ein Weg. Und so weiter. Das müssten dann alle OK-Mitglieder auswendig können und sogar noch fehlerfrei mitsingen. Ja, und als Helfer-T-Shirt machen wir Edelweiss-Hömmli. Für den Seppi wäre auch schon klar, unter welchem Motto die Veranstaltung müsste laufen, damit dann wirklich alle Willisauer hilfsbereit und offen gegenüber diesen vielen Freundenbesuchern sind und so eine richtige Willkommenskultur für die Leute können entwickeln. Das Motto von diesem Donnerstag, yes, wir schaffen das. Ja, schaffen das. Er hat nicht geschafft, für sich richtige Pizza zu bestellen, hat übrigens ein Willisauer Schulleiter. Ach komm, das ist doch nicht so schwierig. Da läutest du einfach bei Menzo an oder bei der Ringli Pizzeria und bestellst dir ein Teil. Ja, das hat er auch gemacht. Er hat immer bei den einen von denen hat er angeläutet und bei den anderen hat er wollen Pizza abholen. Aber und nachher ist die nie parat gesehen und hat sich der Hubi grauenhaft aufgeregt, dass seine Pizza jedes Mal nicht parat ist. Aber hat es nicht irgendein gemerkt? Nein. Erst als der Pizzabäcker, bei dem, wo er nichts bestellt hat, die Schuhe angeläutet hat, zum reklamieren, warum sie immer Bestellungen aufgeben und nie abholen können, hat sie es dann nachher gemerkt. Manchmal gibt es also Verwechslungen. Kommt in den besten Reisen vor. Der Verantwortliche von der Chorballerinnen U20 vom SCV Willisau hat den Meisterpokal, den sie gewonnen hat, im 2014 eingraviert. Und wenn wir natürlich denken, Jesus, auch im 2015 sind wir auch die Besten, hat er als 15-Jähriger eingraviert. Super! Den gleichen Auftrag nur einmal müssen erteilen und dann haben wir Kosten gespart. Wäre ja schön und gut. Nur Willisau ist der nicht Meister geworden, sondern Unterkull. Ja gut, in Zukunft wird einfach der Meister, der zuerst eingraviert. Eine Feier hat es ja aber trotzdem noch gegeben. Jawohl, und an der diesjährigen Fasnacht gibt es einiges zu feiern. Ganz viele Jubiläen, 125 Jahre Karnöffelzunft, 55 Jahre Napfrugger und 35 Jahre Wäschweiber. Ja, eigentlich sehen die Wäschweiber ja einiges älter aus, oder? Sag mal, bescheissen die etwa mit dem Jahrgang? Nein, das stimmt schon. Die waschen halt ihre Kleider und sich selber. Gewebschonend und porentief rein. An ihre Kleider und sie kommt nur Persil. Oder Maga. Eigentlich hätte ja aus diesen hübschen Damen eine Werbeikone werden für ein Pflegeprodukt. Wäschweiber leben länger mit Kalgon. Nichts ist unmöglich, Wäschweiber. Ja, da hast du recht, auch andere Produkte würden sich hervorragend eignen. Mann, sind die dick, Mann. Quadratisch, praktisch, gut. Oder Wäschweiber, die zarteste Versuchung, seit der Schokolade gibt. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Nicht immer, aber immer öfter. Da habe ich gerade einen Sinn da. Was du sagst, nicht immer, aber immer öfter, oder? Ich habe Durst, aber das ist doch Werbung für Klausthaler. Und jetzt gehen wir um ein Bier trinken. Irgendeiner offeriert uns dann schon so ein Bierchen, dass wir hier noch eins nehmen können. Du kannst einfach hoffen, dass Beizen zu Willisau nicht die gleiche Philosophie haben wie der Kronenberg-Eisenwaren. Dort steht nämlich im Schaufenster neben diesen Tasseln mit den Vornehmen nur so lange Vorrat.
Ja, das ist doch kein Problem. Die paar wenigen Tassli länger bei ihm noch für die nächsten 23 Jahre. So, komm jetzt. Jetzt haben wir genug geschafft und auf Lauter nimmt die um die Zeit sowieso keiner mehr mit. Jetzt gehen wir ein Bier nehmen. Genau. Der Dano und der Maga sagen nochmal für euch einen Applaus. Merci vielmals!